Ja, herzlich willkommen bei Ubi Tested. Heute darf der Papa mal unvernünftig sein und da hat der Papa sich ein Cabrio besorgt. Und zwar nicht irgendeines, sondern tatsächlich aus der Vierer-Baureihe das stärkste Cabrio, was derzeit erhältlich ist, ohne M-Badge. Das BMW 440i Cabrio mit X-Drive Allradantrieb. Und was so ein schönes, elegantes Cabrio so alles drauf hat oder wo es vielleicht auch ein wenig knackt im Gebälk, das erfahrt ihr, wenn ihr heute dran bleibt. Viel Spaß! Ja, dann schauen wir uns das BMW 440i Cabrio einmal an. Ich habe schon extra das Verdeck geöffnet. Die Front, ja, daran erkennt man sofort, dass es ein BMW ist. Das sind diese schönen Tagfahrlichtleuchten im Augendesign. Hier die Adaptiv-LED-Scheinwerfer verbaut, erkennt man auch tatsächlich an dieser Oktagonform. Ganz besonders, der 440i ist nur als Sportline erhältlich. Mindestens in der Ausstattungsvariante. Deswegen haben wir hier den Wagen auch in der Sportline-Variante. Er steht auf 19 Zoll Räder in schwarzer Optik. Und wir haben hier witzigerweise einmal Chromnieren dran am Fahrzeug, obwohl die normalerweise in schwarz ausgeführt sind. Das wurde hier explizit bestellt. Zusätzlich wie die Chromumrandungen, die wir hier oben sehen und dann auch über das Verdeck hinweg. Das Verdeck erschließt natürlich, öffnet und schließt so rum, natürlich voll elektrisch. In rund 20 Sekunden ist das Ganze geöffnet oder geschlossen. Das ist ein Klappdach. Wir haben hier keine Mütze aus Stoff, sondern lediglich wirklich hier ein richtiges Hardtop quasi immer mit dabei. Ja, schauen wir uns das Heck dann doch mal etwas genauer an und hier erkennen wir schon den 440i an den zwei separaten Auspuffendrohren. Das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit mehr, gerade wenn man sich die neuen Modelle anschaut. Die haben selbst mit Vierzylinderantrieben auch schon zwei einzelne Auspuffendrohre. Hier ist es tatsächlich noch die Speerspitze in der F-Baureihe mit dem 3 Liter Rhein-6-Zylinder, der hier unter der Haube werkelt und eine ordentliche Leistung bietet. Was man übrigens hier unten sehr, sehr schön so ein bisschen erkennen kann, das ist der verbaute Anhänger, Kupplungshaken, sag ich immer, der Agrarhaken, der da unten elektrisch ein- und ausgefahren werden kann. Übrigens schauen wir uns noch mal hier unten so ein bisschen rein, während ihr da oben noch so ein bisschen rüber schauen könnt. Mache ich mal die Kofferraumklappe auf und da sehen wir auch schon, dass sich unser Verdeck hier drinnen befindet. Ich tue das jetzt extra mal ein bisschen überbelichten. Das sehen wir jetzt hier, dass sich das Verdeck darunter befindet und schauen wir uns da noch mal an. Wir können auch einen sogenannten Belademodus nutzen. Das ist der hier oben. Damit können wir dann tatsächlich das komplette Verdeck hier hinten hochheben. Dann schauen wir es mal an, das dauert ein bisschen. So. Und jetzt sehen wir, dass sich hier das Ganze dann schön beladen lässt. Wir können dann hier die Klappe aufmachen und sehen dann tatsächlich hier den Kofferraum vom Vierer Cabrio. Ja, es passt ein bisschen was rein. Man muss es vorher durchaus beladen, wenn das Verdeck zu ist, oder eben diesen Belademodus nutzen. Eine ganz klare Geschichte, aber dann passen da ungefähr zwei mittlere, oder sagen wir mal zwei Handgepäckstrollys und vielleicht noch eine kleine Reisetasche rein. Also genügend für etwa zwei Personen. So, dann müssen wir hier wieder die Klappe zumachen und dann können wir hier auch das Fahrrad alles wieder runterfahren. So, und die Kofferraumklappe schließen wir.
Ja, hier sehen wir auch nochmal den schönen Schriftzug 440i. Den werden wir so auch zukünftig nicht mehr sehen, sondern da wird dann ein F4, ein M davor geklebt vor die 440i. Und mein BMW verkauft dann dieses Fahrzeug auch als M-Derivat. Und somit wird das Auto noch einmal teurer, als es das eh schon ist. Ja, schauen wir uns das Ganze kurz an, hier von vorne oder kurz in den Innenraum hinein. Das ist typisch und klassisch BMW, was wir hier sehen. Schöne Rundinstrumente, hier noch nicht digitalisiert, sondern lediglich ein kleines Infodisplay. Ansonsten haben wir hier den großen freistehenden 12 Zoll Bildschirm, den BMW hier verbaut vom Navi Professional. Sehr gut und immer noch eine hervorragende Bedienung. Wir sehen auch ein schönes Klimabedienteil in der Mitte. Und wirklich alles so typisch BMW, super geordnet, schön übersichtlich und da fehlt sich rein gar nichts. Das muss man ganz klar sagen. Die Armauflage ist verschiebbar in der Länge. Darunter befindet sich die Induktivladeschale optional. Wir haben hier auch ein Harman Kardon Soundsystem verbaut. Und was wir hier sehen können, das zeige ich euch kurz. Hinter dem iDrive Controller befindet sich dann die Nackenheizung und die Verriegelung oder Entriegelung des Verdeck. Genau. Was haben wir sonst noch hier zu sehen? Die Sportsitze sehen wir hier, die auch mit Nackenföhn ausgestattet sind, die hier sind. Da kommt dann schön warme Luft hinaus. Das Windschutz ist hier hinten übrigens schon mal eingebaut, kann sich auch weggeklappt werden und kann dann hinter diese klappbare Rücksitzlehne, die nach vorne klappt und da sind Durchreiche optional drinnen, kann dann dahinter verstaut werden. Naja, Platz, da würde ich jetzt einfach mal sagen, sehen wir schon hier, da passt nicht wirklich viel dahinter, auch wenn wir witzigerweise hier tatsächlich Isofix-Verankerungen da unten drinnen haben. Können wir einen Kindersitz, können wir da installieren? Ja, ist natürlich eine Idee. Habe ich auch mal gemacht, aber ganz ehrlich, Sohnemann hat sich da nicht so wirklich wohl gefühlt. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt jemanden raten, da hier länger ein Kind unterzubringen. Ja, ich bin jetzt unterwegs mit dem 440i Cabrio bei nicht gerade perfektem Cabrio-Wetter. Es nieselt leicht draußen und es hat auch lediglich 9 Grad Außentemperatur. Aber dennoch, Cabrio fahren kann man immer, vor allem wenn man ein 440i Cabrio fährt. Denn wetterfest ist das ganze Fahrzeug ja alleine schon, wenn es mit dem geschlossenen Klappdach zu ist. Ansonsten offen fahren ist aber auch selbst bei widrigen Wetterungsbedingungen hier überhaupt kein Problem. Einfach Scheiben rauf, Windschutz aufklappen, Nackenföhn an, Sitzheizung und Lenkradheizung an und schon ist man hier drinnen schlicht und ergreifend mulmelig warm eingepackt, auch bei niedrigen Außentemperaturen und selbst bei 180 sitzt die Frisur noch einwandfrei. Ja, klingt alles ein bisschen weichgespült, ist es eigentlich auch, denn das Fahrzeug wiegt auch knapp 2 Tonnen leer. Der 3 Liter Sechszylinder aber leistet zwar 326 PS und 450 Newtonmeter, hat also Kraft in jeder Lebenslage und dank dem X-Drive Allrad kommen wir natürlich auch zu jeder Zeit, egal wie die Witterungsverhältnisse draußen sind und die Straßenbeschaffenheiten, flott voran. Dennoch, in meinen Augen hat das 440i Cabrio einfach ein wenig verloren am Charme der typischen BMW. Denn handlich ist er zwar, aber nicht mehr einfach so leichtfüßig. Man merkt, dass der Brocken einfach mit dem Gewicht zu arbeiten hat. Das Fahrwerk ist sehr, sehr straff abgestimmt mit den 19 Zoll Rädern und den Runflat-Reifen. Ja, da gibt es einfach wenig Dämpfungskomfort. Man könnte noch ein adaptives Fahrwerk ordern, was wahrscheinlich auch hier empfehlenswert wäre. Oder aber man schmeißt die Runflat-Reifen raus und geht nochmal eine Zollfelge runter. Aber dennoch, was mir
positiv gefällt, das muss man ganz klar sagen, ist einfach der Motor. Der Motor klingt zwar ein bisschen dezent im Innenraum für den Fahrer und für den Beifahrer, nach außen klingt er schon sehr, sehr schön, hat auch ein schönes Trompeten aus den zwei Endrohren hinten. Dennoch könnte er innen auch ein bisschen präsenter sein, das fehlt mir so ein bisschen. Der Verbrauch ist gigantisch niedrig, wenn man ihn ordentlich fährt. Selbst wenn man die Leistung immer wieder mal so ein bisschen ausnutzt und einen schönen Alltagsding fährt, dann kommt man einfach mit 9 bis 10 Litern hier ganz locker flockig aus. Und das ist eine ordentliche Hausnummer in meinen Augen, vor allem für so ein schweres Cabrio und so einen großen Motor mittlerweile. Ansonsten ist der 440i Cabrio da ganz klar auf der Autobahn, auch zu Hause. Da liegt es satt auf der Straße. Da stört es auch nicht, dass die Lenkung nicht so viel Feedback gibt mehr mittlerweile. Und ja, in der Stadt, hey, brauchen wir auch nicht reden, leichtgängig ist sie, die Lenkung, da fehlt sich auch gar nichts. Das gibt da einfach schlicht und ergreifend auch keinen Diskussionsbedarf. Ansonsten schade ist, dass BMW wieder leichte Verarbeitungsmängel drinnen hat. Hinten knarzt es doch wieder in der Verkleidung an der Seite. Aber gut, ist nun mal leider so. Genauso wie das Preisgefüge leider so ist, wie es denn ist. Denn bei knapp 70.000 oder 68.350 Euro geht das BMW 440i xDrive Cabrio in der Sportline los. Ja, und am Ende stehen dann, so wie das Auto hier steht, mit nicht mal Vollausstattung bei 80.700 Euro. Eine ordentliche Hausnummer, würde ich sagen. Da sind wir auch schon wieder am Ende mit dem 440i xDrive Cabrio angelangt. Ein Fahrzeug, was extrem von seinem Motor lebt. Der 3 Liter rein 6-Zylinder von BMW ist und bleibt einfach ein Traumtriebwerk, auch wenn er hier mit dem Otto-Partikelfilter ein wenig, naja, wie sollen wir sagen, eingebüßt hat in seiner herrschönen Qualität, denn immer wieder kommt es leider zu unschönen Ruckelaktionen, wenn der Partikelfilter regeneriert. Zudem stinkt er das gelegentlich auch erst nach Verbrannten in der Regenerationsphase, aber das kennen wir bereits vom Dieselmotor. Der Verbrauch ist halt einfach wirklich sehr, sehr schön, vor allem für die Leistung, die wir haben. Und wir haben auch wirklich ein sehr, sehr schweres Cabrio, das mittlerweile ein obere Mittelklasse Cabrio 2 Tonnen fast schon wiegt. Das ist schlicht und ergreifend in meinen Augen einfach nicht nachvollziehbar, ebenso wie der Preis von über 80.000 Euro, so wie unser 440i Cabrio hier steht. Und wir sind immer noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Er fährt sich natürlich typisch BMW-Klasse, wenn auch ein bisschen zu straff gefedert für meine Begriffe. Ein adaptives Fahrwerk, was es optional gibt, sollte man sich vielleicht einfach mal überlegen. Gerade wenn man auf längeren Strecken unterwegs ist, dann wäre man doch sicherlich mit diesem etwas weicheren Komfort gut bedient. Oder aber man geht von den 19 Zoll Rädern mit Runflat auf einfach 18 Zoll Räder ohne Runflat, dann hat man sicherlich auch noch mal was gewonnen. Ich hoffe, ich habe bei euch einen Daumen nach oben mit dem Video gewonnen, wenn euch das Ganze gefallen hat. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und auch demnächst wieder reinschaltet. Und lasst uns ansonsten gerne ein wenig unter dem Video über den Wagen hier diskutieren. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir da eine konstruktive Diskussion beginnen können. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Tschüss und Servus, euer Ubi.